Lebens- und Bleibeperspektive in ländlichen Räumen zu schaffen. Und dafür setzen wir uns ein. Wir versuchen auch immer so zu arbeiten, dass die Ergebnisse zeitnah umgesetzt werden können. Weil junge Menschen wollen schnelle Ergebnisse haben. Das heißt, eine Idee wie zum Beispiel ein Jugendraum lässt sich in einem halben Jahr oftmals schon angehen. Wir wollen Jugendliche dabei unterstützen, selbst Ideen zu erarbeiten im Bereich Jugendbeteiligung. Die Ziele sind einfach, dass man bei allen Veränderungen im ländlichen Raum Jugendliche wirklich hört, dass sie mitmachen, dass einfach das Leben im ländlichen Raum lebenswerter, kreativer, schöner wird und man einfach auch eine stärkere Verwurzelung mit der eigenen Region, mit der eigenen Heimat entwickelt. Wir möchten gerne neue Ideen mit den Leuten hier entwickeln, wie man Jugendbeteiligung stetig, also auf Dauer im ländlichen Raum hinkriegen kann. Die Idee war, dass man entweder einen Verein gründet oder schon hat für die Kommunikation und Beteiligung mit Jugendlichen. Der erste Schritt wäre ein Projekt, das nennt sich Engage und ist in der Schweiz ein bisschen abgeschaut. Also eine Internetseite, auf der Vorschläge eingereicht werden können, was man verbessern könnte, auch per App oder WhatsApp, Briefkästen an den Schulen. Dann wird per Social Media werden die drei besten Vorschläge ausgewählt und durch den Verein dann letztlich festgelegt und umgesetzt. Perspektivenwechsel, nenne ich es mal. Erwachsene vertreten ihre Interessen und die Jugendlichen entscheiden. Das wäre das Ziel. Und möglichst ein Szenarium zu schaffen, wo lokale Entscheidungsgremien komplette Entscheidungen an Jugendliche abgeben und nur beraten und Jugendliche entscheiden. Den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, einen Tag lang den Bürgermeister zu begleiten und zum Beispiel oder anderen Entscheidungsträgern, Ratsmitgliedern, Betriebsvorständen, wer sich in der Region dafür interessiert, um da einen längeren Zeitraum zu bieten, in dem sie sich kennenlernen können, damit im Gegenzug dann auch der Entscheidungsträger die Jugendwelt kennenlernt. Es geht um das Thema Jugendliche, die temporär eventuell von der Heimat weggezogen sind, zu binden an die Region. Und da ist meine Idee, eine Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen für junge Menschen, die halt nicht vor Ort sind. Dabei nicht nur neue Veranstaltungen etablieren, sondern auch die etablierten Veranstaltungen nutzen. Kulturelle Veranstaltungen, Schützenfeste, Kirmes, je nachdem, was in der Region gefragt ist, wo junge Leute auch zurückkommen dann wirklich für diese Veranstaltung. Engagiert, dein sozialer Fußabdruck. Eine total coole App. Man kommt an Informationen, an die man gar nicht rankommt. Die meinst du? Normalerweise wischt man so und so. Wir können von hinten auch wischen und kriegen dann Informationen. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, echte Hintergrundinformationen. Ja, ja. Da sind jegliche Fortbildungen zu finden, die man, wenn man in Gremienarbeit drin ist. Das heißt, ich muss mit bei mir eine Heimsuche. Was macht Akademie? Was macht Landesjugend? Ich kann hier auf einmal alles sehen. Ist boah, alles dazu drin. Simple Step ist ein Startup-Förderverein von Jugendlichen für Jugendliche und soll gerade zum Beispiel das Schwarmländle, ist das Land der Erfinder, regionale Unternehmen dazu bevollmächtigen, Jugendliche zu unterstützen bei deren eigenen Ideen, auch wenn es, ganz normale unternehmerische Ideen sind. Die Jugendlichen sollen auswählen, welche Projekte dann auch wirklich von den Jugendlichen das Geld bekommen. Und die ganzen Unternehmen haben den Benefit, dass sie dadurch ihr Image aufbessern können. Jugendliche ernst nehmen. Verantwortung übernehmen. Todernst. Eigene Räume. Radikales Empowerment. Kooperation. Zusammenhalt. Ernst nehmen. Heimatgefühl. Teilhabe. Mischmisch. Anerkennung. Fairness. Türöffner. Zukunft. Aktivität. Vielfalt. Wahrgenommen werden, mitentscheiden. Du bist dran!